Kleine Geschichte vom Wochenende. Noch ein bisschen. Stopp. Nee, weiter nach vorne. Stopp. Nee, zurück. Stopp. 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 Moin. Was geht? So, also, diese Woche geht's nach Italien. Aber bevor wir dahin kommen, lass mich noch mal ein bisschen zurückgehen. Es war Februar 2020, ich hatte ein Projekt auf der Arbeit fertig und noch eine Woche, bevor das nächste Semester losging. Also dachte ich mir, wann wende ich jetzt ab in den Urlaub? Also bin ich spontan mit einer Freundin auf einen Roadtrip nach Italien gefahren. Genauer gesagt wollten wir an die Cinque Terre. Also haben wir uns morgens um 5 auf den Weg gemacht, sind weit über die Autobahn, vorbei am Bodensee, durch die Schweiz und am Ende vorbei am Lugano-See nach Italien. Nachdem wir dann 3 Tage da waren, ist dort in Norditalien aber das erste Mal Corona ausgebrochen. Und wir hatten Schiss, dass die Schweiz die Grenzen schließt, so dass wir dann statt 1072 Kilometer über die Schweiz nun 1500 Kilometer über Frankreich zurückfahren mussten. Und ich weiß noch, damals haben wir alle noch so ein bisschen, ach, wer weiß, was da wohl auf uns zukommen wird, aber ich hatte dann einen Bericht gelesen, wo die Schweiz gesagt hatte, sobald wir den ersten Corona-Fall haben, machen wir die Grenzen dicht. Ich habe den jetzt leider nicht wiedergefunden, aber ja, wir hatten dann Schiss. Also sind wir ein bisschen früher zurückgefahren und ich habe es nicht mehr bis nach Pisa geschafft. Ich habe das italienische Mautsystem nicht verstanden und ja, es war ein echt schöner Urlaub, aber das Ende war leider ein bisschen abrupt. So, jetzt aber ungefähr 3 Jahre später war es an der Zeit, das Ganze nochmal zu probieren. Wann warst du das letzte Mal mit deinen Eltern im Urlaub? Ich bin jetzt 25 und das ist bei mir schon ein bisschen her. Als ich 18 war, habe ich Mathis und Carla kennengelernt und war mit denen viel unterwegs. Ich war aber auch mit anderen Freunden mal hier und mal da und ich bin halt Student. Und wenn meine Mutter dann sagt, hey, komm doch mal mit in den Urlaub, wir haben zwar keinen Platz mehr in unserem Zimmer, aber für gerade mal 2.500 Euro kannst du dir dein eigenes Zimmer buchen und wenn du noch jemanden mitbringst, dann wird's günstiger. Und naja, alle Urlaube, die du davor gerade gesehen hast, die waren zusammen, glaube ich, günstiger als 2.500 Euro. Also sorry, aber nee, danke. Und jetzt kam meine Mutter aber letztens auf mich zu und meinte, hey, du findest doch Italien so schön und du fährst doch immer in so irgendwelche Ferienhäuser. Das wollte sie auch mal probieren. Und das Tolle an Ferienhäusern ist, wenn die genügend Platz haben, ist es scheißegal, wie viele Leute du mitbringst, das kostet ja dann gleich viel Geld. Also wurde ich gefragt, ob ich mitkommen will, unter der Bedingung, dass ich den ganzen Spaß plane. Also, ich kann nach Italien, werde da mitgenommen und habe sogar noch die Hand über die Planung. Na gut, weil ihr es seid, ne? Und jetzt kommen wir wieder zum Anfang zurück. Der Urlaub damals war ja irgendwie noch nicht so richtig fertig und ich dachte mir dann, lass das doch nochmal wiederholen und zu Ende bringen. Also habe ich eine Unterkunft in der Nähe der Cinque Terre rausgesucht und da die 15-stündige Autofahrt letztes Mal echt hart war, ging es dieses Mal am Freitag zunächst erst zum Bodensee. Also gucken wir uns hier diese Woche mal ein bisschen das Gebiet um die Cinque Terre an. Ich hoffe, ich kann das Rätsel um die italienische Maut lösen. Also es ging, wie gesagt, Freitag los und da mein Bruder Hannes noch einen Schulausflug hatte, musste er mit dem ICE hinterherfahren und bei meinen Erfahrungen mit der Deutschen Bahn fand ich es ziemlich mutig, dass meine Mutter das versucht hat. Und obwohl ich uns schon im Todesstress nachts im Auto hab schlafen sehen, weil wir es nicht rechtzeitig zur Schlüsselübergabe geschafft hatten, hatte er keine Verspätung und wir konnten ihn erfolgreich von dem übertrieben hässlichen Bahnhof in Würzburg abholen. Und mit der untergehenden Sonne kamen wir dann da irgendwann am Bodensee an, haben den Schlüssel noch bekommen und ja, morgens sah es dann so aus. Versuche ich gerade. Wir mussten aber auch direkt weiter und wie auch vor 3 Jahren finde ich es immer noch wahnsinnig beeindruckend, da durch die Alpen zu fahren. Damals hatte ich mich noch aufgeregt, dass es keinen Schnee in den Alpen gab, es war ja Februar. Nach einem langen Tunnel gab es aber Schnee. Hatte ich dieses Mal auch wieder drauf gehofft, leider wurden wir enttäuscht. Naja, immerhin auf den Bergen konnte man welchen sehen. Und siehst du dieses Bild da oben in der Ecke? Das habe ich vor 3 Jahren genau hier gemacht, an diesem Parkplatz. Der Nebel war dieses Mal leider nicht so schön, aber man erkennt es noch. Kurz danach kam dann der Luganosee und wir waren in Italien. Der Besitzer der Unterkunft hat uns einen kleinen Laden in der Stadt empfohlen, dort gab es frisch gemachte Pasta, die wir dann direkt am ersten Abend probiert haben. Man sieht hier auch schon Teile vom Haus und das war ein echter Glücksgriff. Die Unterkunft lag kurz vor Lavagna, also kurz vor Genua, auf einem Berg. Der Besitzer hat eigentlich mal Architektur studiert, hatte aber dann eine der erfolgreichsten Eventmanagement-Firmen Italiens. Jetzt hat er sich zur Ruhe gesetzt und sein Rentenprojekt war dann halt eine Ruine auf einem Berg zu kaufen und die dann wieder aufzubauen. Das ist ihm auch echt gut gelungen. Alles ist sehr schön und urig, man fühlt sich wohl und mit dem Olivenöl aus seinen Oliven hat er sogar mal einen Preis gewonnen. Ja, und morgens vorne auf der Terrasse einen Kaffee trinken, da kannst du dich echt dran gewöhnen. Zu dem Haus gehörten ein paar Olivenbäume und Junge, ich finde das so dermaßen schön. Da haben Hannes und ich uns das den Tag erstmal angeguckt und sind auch nochmal ums Haus rumgegangen. Am nächsten Tag sollte es dann zu Cinque Terre gehen. Letztes Mal hatte ich unten bei La Spezia gewohnt und dieses Mal halt weiter oben. Letztes Mal bin ich mit dem Auto da durchgefahren und wenn du das Auto nicht brauchst, kann ich das wirklich überhaupt nicht empfehlen. Die Straßen sind super eng, super kurvig und fallen teilweise super steil ab. Darum sind wir dieses Mal mit dem Zug gefahren. Der hält alle paar Minuten in jedem der Dörfer und das ist auch echt praktisch. Und er war auch gar nicht so teuer. Und ja, mir gefällt es auch immer noch sehr,
dort, aber dieses Mal waren wesentlich mehr Menschen da. Letztes Mal war ich im Februar da, wir hatten Topwetter und keine anderen Touristen. Dieses Mal war das Wetter so semi und alles war voll mit Menschen. Also wenn du spontan bist, warte einfach einen warmen Februar ab und fahr dann spontan dahin. So, und es gab noch eine Sache, die mir super wichtig war. Letztes Mal habe ich nach einem riesen Umweg irgendwo einen echt schönen Olivenwald gefunden und da gab es dann so ein tolles Plateau, von dem aus man den Sonnenuntergang und das Dorf Cornelia sehen konnte. Und ich dachte mir, dieses Mal findest du da einfacher hin. Also haben wir uns zwar durchs Unterholz, aber dieses Mal direkt dahin durchgekämpft, nur um dann festzustellen, das Ding war direkt neben dem Wanderweg. Naja, die Aussicht war immer noch nice. So, dann sagte ich ja letztes Mal, wir haben es nicht nach Pisa geschafft. Dieses Mal haben wir es dann aber geschafft. Und ja, was soll ich sagen? Der Turm ist wirklich echt sehr schief, die Aussicht ist ganz nett, der Turm steht halt relativ weit am Rand der Stadt. Pisa an sich ist auch sehr schön, die hatten einen echt krassen H&M-Store, aber was mich tatsächlich am allermeisten abgeholt hat, ist folgendes. Es gibt ja diese Fotos, wo Leute den Turm halten und tatsächlich siehst du auch überall Leute, die ihre Hand so hoch halten und dann dafür posen. Aber es gab halt einfach Leute, die dann da rumgelaufen sind und den Leuten, die dann da für Fotos gestanden haben, einfach einen High Five gegeben haben. Und die verwirrten Blicke von den Leuten, das war einfach toll. Auf dem Rückweg stand noch ein Halt in Mailand an. Die Galleria Vittorio Emanuele war echt gut. Die Stadt ist bestimmt auch echt sehr schön, aber viel zu voll. Und ein Nachmittag reicht halt auch echt nicht aus, um da alles zu sehen. Achso, und dann wollte ich das dieses Mal mit der Maut noch rauskriegen. Ich habe mich ja letztes Mal so gefreut, dass ich wenig Maut bezahlen musste, weil bei mir irgendwas schiefgelaufen ist. Tja, ein Jahr später habe ich Post bekommen und Italien hat sein Geld zurückgefordert mit so einer Service-Straf-Sonst-was-Gebühr. Und kleiner Tipp, das Teil, was ihr da zieht, ist nicht der Telepass. Ihr müsst zu den anderen Schildern fahren. Die lassen sich zwar gratis durch die Station, wenn du kein Italienisch sprichst und da offensichtlich alles blockierst, aber 1 bis 10 Jahre später wird es dann teuer. Und ja, ich würde dir empfehlen, fahr mal nach Italien. Ist schön da. Ich habe sogar angefangen, jetzt Italienisch zu lernen. Grazie per essere sintonizzati. Ci vediamo la prossima volta. Non dimenticate di abbonarvi. Das soll heißen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Vergiss nicht zu abonnieren. Und ja, das habe ich in einen Online-Übersetzer eingegeben. Aktuell kann ich dir leider nur sagen, was Marco ist und welches Buch Anna liest. Aber das wird noch. Und ja, damit sind wir am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat dir wieder gefallen. Falls dem so ist, kannst du hier unten gerne mal auf Gefällt mir drücken. Falls du es noch nicht getan hast, wie gesagt, abonnier den Spaß hier, sag es deinen Freunden weiter und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal. Bis dahin, schönen Abend noch und tschüss. Und los. Traurig und leer. Moin, wenn du Bock hast, hier kannst du abonnieren. Da findest du noch das letzte Video, wo ich in Hannover Pop-Punk-Videos gedreht habe. Und da findest du eine Playlist mit allen kleinen Geschichten vom Wochenende, die es bisher gibt. Also jetzt mal irgendwo draufklicken, auf jeden Fall abonnieren nicht vergessen und bis dahin. Tschüss.